Ui. Die kaufe ich mir. Hast du mir gerade einen Coin gespendet? Ernsthaft? Warum haben sie die Enderperle rausgenommen? Jetzt will ich mein Geld wieder. Und zwar das Zehnfache. Ja, nee. Doch. Mein Geld kriegst du so wieder hier. Ich will die Ender. Ich wollte aber die Enderperle kaufen. Ja, da kaufst du die Enderperle. Das war tatsächlich, ich hab den Preis gemacht. Für eine Münze, so wie es drin ist, stand. Ich hab dir dein Geld zurückgegeben, das war ein Versehen, dass die nur eine Münze gekostet hat. Nachwirkend einfach umändern gibt's nicht. Also, ich bin der Stadtherr, Herr Ben. Sie wollen mich jetzt ganz verarschen, oder? Ja, okay, komm. Ey. Jetzt wollte ich das extra für sie wieder umändern. Komm, jetzt kriegen sie die Münze auch zurück. Nö, jetzt will ich sie nicht mehr. Jetzt bock ich mit ihnen rum. Schlechter Stadtwachenmeister. Nee, schlechter Vertragspartner, so. Guten Tag, Herr Eick. Guten Tag. Ich wollte fragen, ob es halt irgendwelche... irgendwelche Aufgaben gibt. Entschuldigung für die Rotze. Ich putze... Jetzt ist hier ein Ding... schmeiß es ja nicht zurück. Ihre Rüstung ist ein bisschen grün geworden. Tut mir leid. Gibt's denn heute irgendwelche Aufgaben? Ich guck grad, wo wir den Eingang der Stadtmauer hinsetzen können. Willst du halt an einer flachen Stelle machen? Naja, aber hier, von hier kommt man ja zum Auftauchpunkt. Wie Auftauchpunkt? Na, wenn man hier dort den Weg folgt, kommt man zum Auftauchpunkt, wo alle aufgetaucht sind. So, sie meinen zum Wegstein. Ja, halt zum Wegstein. Der da oben gehört mir, der gibt Geld. Nein. Herr Olaf. Hä, was? Ich hab kein Geld bekommen. Ihr Glück. Jetzt hab ich Geld. Ich hab gesehen, heute nicht so leicht zum Scherzen aufgelegt. Ja, wie man's nimmt. Okay. Sehen Sie das da vorne? Ja, da prügelt sich. Ja, kommen Sie mal mit. Wir reden gleich weiter. Herr Eick, genau das wollte ich Ihnen sagen. Hallo. 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 Darf man fragen, wie Sie heißen? Ich bin die Annika. Und was ist mit Ihnen? Ich bin der Herr Eick, der Stadtherr von der Stadt ohne Namen. Okay. Ja. Nein, die Stadt hat leider noch keinen Namen. Wow. Ernsthaft? Wir haben noch gar keinen Namen. Ja. Nee. Wir leben so lange dort und irgendwie ist noch nie was dazu gekommen. Ey, haben Sie irgendwas in den Taschen, dass auf einmal alle Kerle hier auftauchen? Ja, die ganzen Weiber. Weiß nicht, ich habe Essen. Und das wird sein. Ja, das wird sein. Die leiden immer alle an Essen. Mangel. Ach so, ja dann. Jetzt habe ich kein Essen. Hast du was zu essen? Ja, aber sie kriegen nichts von mir. Oh. Warten Sie, ich habe Essen für Sie. Dasselbe. Oh, wow, danke! Also lecker. das kann ich Ihnen auch noch anbieten. Und das hier kann ich Ihnen auch noch angeben. Lecker! Lecker! Herr Ben, begleiten Sie Fräulein Annika bitte in die Stadt. Da ist es auf jeden Fall sicherer als hier. Okay. Ich komme dann gleich nach. Ich muss mit dem Herrn Darko noch ein Wörtchen reden. Okay. Komm. Wollt ihr auch? Haben Sie den Stein hier schon angetippt? Machen Sie das mal. Gut, und bei dem. Wenn Sie jetzt noch so einen Stein sehen, tippen Sie den auch an und dann können Sie sich da zwischen her teleportieren. Okay. In der Stadtmitte zum Beispiel. Genau.
dann der Herr Ben wird sie begleiten. Der auf den Herrn Lukas brauchen sie sich nicht verlassen, der, okay. Der stirbt gerne mal. Ja, so, mein okay, Schwert wurde ja, mir leider weggenommen, ne? Das wissen wir. Sehen Sie? Und der hat Ratten in der Tasche. Ich habe ihn ja vorhin auch getroffen, da musste ich ihn auch beschützen. Oh, okay. Haben Sie gehört? Haben Sie das gehört? Der Herr Luca braucht sehr viel Schutz, Herr Darko. Sie können mit dem Herrn Ben ruhig mitgehen, der beißt Sie nicht. Und wenn, dann kriegt er Ärger mit mir. Ich beiß nur Herrn Luca. Da hinten ist sie. Da hinten wohnt Herr Eick und hier wohnt Herr Darko. Hallo. Hallo. Ja, Sie können dann weiter erklären. Darf ich mal ganz kurz was gucken? Okay. Ich wollte nur gucken, ob Sie ein Werwolf sind. Achso, okay. Warum lachen Sie? Bloß weil sie in die Hocke gegangen ist. Herr Dragon hat ihr schon die Immuntränke direkt am Anfang gegeben. Herr wer? Herr Ben, Entschuldigung. Herr Ben hat ihr die Tränke. Hören Sie auf mit der Blutmagie. Was? Hören Sie auf mit der Blutmagie. Warum? Wenn Sie jetzt mittlerweile schon die Namen alle verwechseln, rückwärts lesen oder auf den Kopf stellen, das ist nicht besser. Ich habe das von Herrn Olaf übernommen, also tut mir leid. Das tut mir leid, immer alles auf die anderen schieben. Nein, Herr Olaf hat das auch angefangen. Ich habe gehört, Sie hat noch keine Bleibe. Nein, leider nicht. Ich würde Ihnen anbieten, wenn Sie das möchten. Ich habe, wie Sie sehen, ein großes Haus und ich habe 2 Geschosse, die eigentlich leer stehen. Okay. Wenn Sie sich vorerst, bis Sie ein eigenes Haus haben, in einem der Geschosse niederlassen möchten, dürfen Sie das gerne machen. Okay, danke sehr. Ich werde mich um Aufbewahrungskisten kümmern und um ein Bett für Sie. Bitte nicht. Und wenn Sie wollen, wir können gerne mal hingehen. Okay. Entschuldigung. Ja. Herr Eick, ich habe eben bei meinen... Ich habe noch eine geheime, versteckte Seite hier drin gefunden. Es geht um eine Blume. Sie heißt Tiger Eye. Also auf Deutsch, also in unserer Sprache, Tigerauge. Diese Blume verursacht das Abwehren von Explosionen von diesen Knallgurken, die ich so gerne mag. Das heißt, wenn man die platziert, haben die einen circa 9 Meter langen Radius, wo die dann vor Creeper-Explosionen schützen. Ja, dann behalten Sie so eine bitte immer in der Tasche. Ja, aber die müssen platziert werden. Es kostet keinen Mana, deswegen kann sie jeder benutzen. Die können wir ja dann außen um die Stadtmauer noch extra platzieren, dann bleibt die Stadtmauer heil. Diese Blume stelle ich auch und ich. Nee, Herr Luca, hier kommt ja demnächst sowieso eine Stadtmauer hin und wenn man die innen und außen an die Mauer stellt, ist die Mauer doch geschützt. Ja. Das ist eine gute Idee, Herr Olaf. Also Sie sind jetzt die Einzige, die hier ungefragt auch rein darf. So, dann stellen Sie sich auf den weißen Punkt und springen einmal hoch. Okay. Wir gehen. Ja. Ich denke mal, das wäre groß genug für Sie. Wieso kommen jetzt alle ungefragt in mein Haus? Weil ich fragen wollte, ich hätte noch den Keller frei. In der Analysation. Nein. Nehmen Sie erst einmal das hier bitte. Okay, danke sehr. Dann bringe ich Ihnen gleich noch eine große Kiste vorbei. Brauchen Sie noch einen Tisch oder Stühle oder irgendwas? Momentan ist alles gut. Okay, dann gehe ich kurz rüber in die Holzfällerei. Da hole ich Ihnen noch eine Kiste und... Ja, dann können Sie sich erstmal eins unter mir einrichten, bis ein Haus für Sie haben. Was ist denn heute hier los? Warum spielt mein Kopf so verrückt? Ich brauche auf jeden Fall selber jetzt erst einmal schnell ein Bett. So. Kein Essen, bitteschön, sondern Holz da rein. So. So.
Okay, das Bett geht auch. hier wäre die Kiste. Danke. Und hier ist noch ein Tisch und ein Stuhl, falls Sie sich doch mal hinsetzen wollen, um zu essen. Okay, danke sehr. Nur bitte. Ja, dann werden wir uns auch erstmal kurz ein Nickerchen gönnen. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, my love is a fire.